Jetzt gibt es etwas Leichtes und auch leicht Ungewohntes. Wir zeigen euch, wie man Kalbszungen macht. Dafür brauchen wir zwei Kalbszungen. Diese hier sind etwa je 500 Gramm schwere. Außerdem brauchen wir noch das hier für die Zunge, die Zutaten für die Salsa Verde und noch das Equipment. Die zwei Zungen tun wir in einen Topf und bedecken sie gut mit Wasser. Den Kochherd stellen wir auf die Hitzestufe an und bringen das Ganze zum Kochen. Nach 2 bis 3 Minuten nehmen wir die Zunge raus und schrecken sie ab. Jetzt erhitzen wir eine Pfanne und legen die Zwiebeln mit der Schnittfläche nach unten rein. Röstet sie gut an und stellen sie auf die Seite. Dann nehmen wir einen sauberen Topf mit frischem Wasser, die jetzt ganz Gemüse mit den Gewürzen, dem Salz, dem Wein, den Kräutern und den Zwiebeln drin. Und kochen das Ganze bei mittlerer Hitze und ohne Deckel auf. Dann tue die Zunge dazu und lasse sie 1,5 Stunden bei schwacher Hitze zudeckt köcheln. So sollte es sprudeln, nicht mehr und nicht weniger. In der Zwischenzeit machen wir die Salsa Verde. Pürieren alle Zutaten bis und mit dem Salz, würzen mit dem Pfeffer und gut ist. Wenn die Garzeit für die Zunge um ist, macht ihr den Gabeltest. Wenn ihr die Gabel fast widerstandslos ins Fleisch stechen, sind die Zungen gar. Ausser damit. Übrigens, der Sud ist eine super Basis für eine feine Suppe. Jetzt müssen wir die Zunge noch schälen. Wenn sie gut durch sind, geht das ganz einfach. Leset heute am Spitz und zieht sie nach hinten weg. Zunge in schöne dünne Scheiben schneiden. Ein bisschen Salsa Verde drüber, einen frischen Bohnensalat dazu. Perfekt. Ein guter zusammen.